Hi und herzlich willkommen heute wieder zum Thema Zero Waste. Und mir geht's nicht anders als gestern. Beziehungsweise, was bei euch gestern war, war bei mir vorgestern. Da gestern offiziell mein Geburtstag war und ich den ganzen Tag im Bett verbracht habe. Ich habe keine Themen, Leute. Nicht wirklich. Weil in meinem Kopf sich alles um das Examen dreht und ähnlich wie bei einem Depressiven sind alle Sachen, die mir normalerweise Spaß machen, gerade egal. Also, die beschäftigen mich einfach nicht. Und so ist das jetzt bei allem. Ich habe heute noch keine Ahnung, was ich morgen für ein Video drehe und hoffe darauf, dass mir jetzt zum Thema Minimalismus nochmal was einfällt. Und wenn nicht, dann weiß ich auch nicht. Also, ich weiß gerade gar nichts. Aber weil ich auch nicht wusste, was ich zum Thema Zero Waste machen sollte, dachte ich, okay, dann gehe ich jetzt mal der Aufgabe nach. Und finde raus, ob es Zero Waste Conditioner gibt. Also nein, nicht finde raus, das wusste ich ja die ganze Zeit schon. Ich dachte, ich schaffe mir mal einen an und stelle ihn euch vor. Denn ich benutze gelegentlich immer mal wieder Conditioner und ich habe jetzt noch welchen zu Hause, von als ich mal einen Großeinkauf bei Dents gemacht habe, weil das Produkt, was ich da benutzt habe, aus dem Sortiment genommen wurde und für 50% Rabatt verkauft wurde und dann habe ich das komplett gekauft. Das brauche ich immer noch auf. Habt ihr auch gesehen in meinem Video hier Zero Waste Badezimmer. Ich verlinke das nochmal entweder da oben oder unten drunter auf jeden Fall. So, und jetzt habe ich mich aufgemacht, weil dieser Conditioner bald leer ist, zu Tante Olga und habe einen Zero Waste Conditioner gekauft. Gibt es nicht nur bei Tante Olga, gibt es auch bei Lush zum Beispiel. Die Unverpacktläden schießen gerade wie Pilze aus dem Boden in Deutschland, finde ich sehr gut. Deswegen gibt es mit Sicherheit auch in eurem lokalen Unverpacktladen sowas. Das fühlt sich sehr fettig an und es riecht wie Zitronenkuchen. Und ich habe das Gefühl, ich sollte reinbeißen, weil es irgendwie fettig und zitronig riecht. Kostenpunkt ist 9,90 € gewesen, was teurer ist als die Shampoo-Bars, die haben. Und ich habe natürlich logischerweise noch nicht ausprobiert. Nicht, weil ich irgendwie, ja, ich wollte gerade sagen, weil ich keine Zeit habe. Nein, ich schaffe es gerade, so gerade noch schaffe ich es zu duschen. Neben allem, obwohl ich da auch keine Lust drauf habe und auch diesen Zeitaufwand eigentlich kacke finde. Wo war ich? Ja, ich habe ihn noch nicht ausprobiert. Ich kann euch gerne noch mitteilen, wie der ist. Gibt es mit Sicherheit auch bei Tante Olga online. Ich schaue da nochmal nach, verlinke es euch dann auch unten drunter. Für den Fall, dass ihr keinen eigenen Unverpacktladen in eurer Nähe habt. Seht ihr? Ich funktioniere nicht mehr. Ich funktioniere einfach nicht mehr. Mein Gehirn funktioniert nicht mehr. Ich hoffe, dass es nächste Woche irgendwie wieder funktioniert. Wenn ich das Examen schreibe. Wenn es nicht funktioniert, dann kann ich es auch nicht ändern. Man kann immer nur sein Bestes geben. Und wenn das nicht reicht, dann muss man es halt nochmal versuchen. Also, ja, kommen wir zu meinen Einkäufen diese Woche und danach zu meinem Müll. Es ist Mittwoch und das ist alles, was ich heute eingekauft habe. Und ich hoffe, dass das die ganze Woche hält, weil das irgendwie echt teuer war. Ich war nämlich bei Tante Olga, ich war bei Aldi und bei Rewe. Ja, und bei Tante Olga gab es viele teure Sachen. Hier Paranüsse, von denen ich mir jetzt geschworen habe, wirklich nur eine pro Tag zu essen, jeden Tag. Und nicht mehr wie an manchen Tagen. Das sind Pfefferkörner, ebenfalls Tante Olga. Hier drin ist, und das ist neu, die haben jetzt eine Nussmus-Pressmaschine. Und hier ist Erdnussmus drin, was ich mir halb voll habe füllen lassen. Pure geröstete Erdnüsse, kein Salz, kein Palmöl, kein Zucker, kein nix. Dann habe ich ein bisschen Schokolade gekauft. Und Soja, Schnetzel und Essig, den die halt auch bei Tante Olga haben und den kann zurückgeben. Der Sellerie ist aus dem Foodschnellschrank von Aldi, ist das ganze Gemüse, von dem ich keinen Bock habe, das aufzuzählen. Und ihr vielleicht auch nicht, also Nektarinen, der Äpfel, Kohlrabi, ihr seht's. Und dann musste ich noch nachkaufen, zusammen mit Katzenfutter, Haferflocken von Rewe, weil ich vergessen habe, die bei Aldi zu kaufen. Und das war's hoffentlich für diese Woche. Es ist Samstag und es hat doch nicht gereicht, was ich gekauft habe. Mir fehlte noch ein Blumenkohl und das war's dann jetzt wirklich für diese Woche. Und das ist mein Müll diese Woche. Das ist zweimal Plasmaspende, weil die sich leider verstochen haben. Ein ausgeleiertes Haargummi. Die Karte von der Plasmaspende, die ich dachte verloren zu haben, wofür man mir eine neue gemacht hat. Aufkleber von Obst und Gemüse. Ich hatte irgendwie Kleenex gekauft und das war hier, ne, die Verpackung, wo man da die Tücher rauszieht. Hyaluron war leer.
Eine neue Kontaktlinse brauchte ich. Das ist meine Lippenreparier-Bepanthen-Creme. Ein Kerzenstummel. Ist ja auch Müll, ne? Und ich glaube, kann nicht in die Biotonne. Also Restmüll. Und das, keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wo dieses Plastik her ist. Ja, aber das war's. Und das war's auch schon wieder. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch. Wenn ihr keines meiner Videos verpassen wollt, abonniert mich. Und wenn ihr einen tollen Tipp für Zero Waste Conditioner habt, gerne unten drunter. Das war's, ich sag ciao. Vielleicht bis morgen. Eure Silke.